Sega. Kämpft so gut ihr könnt, Soldaten! Wir müssen hier gewinnen! Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge, bei einer neuen Folge, stimmt, das ist ja ein neuer DLC. Warhammer 40k Dawn of a War Soulstorm. Mit dem Teil hatte ich bisher noch so gar keine Berührungspunkte gehabt. Und von daher bin ich da umso gespannter, wie es denn so sein wird. Und naja, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife starten wir die Kampagne. Nein, ich möchte kein Tutorial spielen. Ganz bewusst nicht. Ich will direkt die volle Dröhnung. So, jetzt haben wir auch eine neue Übersicht. Schön. Neu. Wir spielen auf Normal. Es war das plötzliche Erscheinen eines Warpsturms am äußersten Rand des Kaurava-Systems, das die Aufmerksamkeit des Imperiums auf sich zog. Und nicht nur die des Imperiums. Nach Hunderten von Jahren unter der nachlässigen Wache der imperialen Armee landete fast jede Macht der Galaxis auf den Planeten von Kaurava. Es ging ihnen allen nur um die Herrschaft und den Sieg. Drei Parteien hatten schon lange dort gelebt. Die imperiale Armee, die eigentlichen Herrscher, die Orkstämme von Kaurava II, die die Armee niemals erfolgreich besiegen konnte, und die Necrons, die ungestört für unzählige Jahrtausende auf Kaurava III geschlafen hatten. Wo oder wie die Chaos Space Marines herkamen, vermag niemand genau zu sagen. Waren sie mit dem Warpsturm gekommen oder hatten sie selbst den Warpsturm mitgebracht? Beide erschienen plötzlich auf Kaurava 4 und innerhalb eines winzigen Augenblicks war die Hälfte der imperialen Streitkräfte erledigt, getötet oder dem Wahnsinn des Chaos erlegen. In schneller Folge kamen die anderen Völker nach Kaurava. Die Space Marines, die Supersoldaten des Imperiums, landeten auf Kaurava 2 und planten, das System endgültig von den lästigen Orks und den Chaos Space Marines, ihren erbitterten Feinden, zu befreien. Als nächstes erschienen die Tau, nicht weit entfernt auf einem der Monde des Planeten. Die Tau wollten ihr geordnetes Sternenreich vor den dummen Handlungen der Menschen schützen und versuchten daher, den Warpsturm einzuschließen und dabei die Grenzen ihres Territoriums auszuweiten. Auf ihrem Mond bauten sie eine gewaltige Festung und dort schmiedeten sie eine Weltraumkanone, die in der Lage war, Verwüstung im interplanetaren Ausmaß anzurichten. Unter der Wüste von Kaurava III wurden die Necrons vielleicht durch die störenden Kräfte des Warpsturms erweckt und sie sammelten langsam ihre tödlichen Legionen.
Als schnelle Entgegnung flackerten lange ungenutzte Warp-Portale wieder ins Leben zurück. Und die Eldar strömten daraus hervor, bereit, ihre dunklen, den Tod austeilenden Widersacher zu bekämpfen. In der Zwischenzeit schlüpften heimlich die Dark Eldar aus den unheimlichen Tiefen des Netzes in den Schatten eines alten Warp-Portals. Sie waren wie Aasgeier, die über dem Schlachtfeld kreisten. Und als alle müde vom Kampf waren, sollte das Schlachtfeld ihre Festtafel werden. Die letzten, die kamen, waren vielleicht jene, die am meisten gefürchtet werden mussten. Die Sororitas, die heiligen Schwestern und Träger des Glaubens an den Gott Imperator. Sie waren gekommen, um das System von Korruption und Schmutz zu säubern. Ihr Glaube ließ sie fanatisch werden, ohne Angst vor dem Tod. Nichts war hier sauber. Alles musste gereinigt werden. Der Krieg ist erneut entfacht. Und nur die Siegreichen können Geschichte schreiben. Nur die Siegreichen können die Planeten von Kaurava besitzen. Da bin ich gespannt. Ach du Schreck, gibt's hier... Können wir aus so vielen Rassen wählen, meine Herren. Also, die Truppen des Chaos, oh Gott. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich alle Kampagnen spielen möchte, weil das ist echt eine Mammutaufgabe, denke ich. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kampagnen wären das. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bildgebenden an. Ich weiß es gerade echt noch nicht, wie ich es angehen soll. Nachschubinen ignorieren, okay. Überfälle durch altes Portal, ja. Sprinten. Reduzierte Produktionskosten, Truppenrettung, schnelles Bevölkerungswachstum, Sturmbasis, Schocktrupps und AK-Kanone. Ich würde sagen, wir spielen mit den Adeptus Sororitas. Sie sind die Prinzipale Selena Agner und führen den Adeptus Sororitas in die glorreiche Schlacht gegen die Feinde des heiligen Gott-Imperators. Es ist ihre Pflicht, diese Welt von mutanten Aliens und Ketzern zu reinigen. Eine große Verderbtheit hat das Kaurava-System befallen und jeder dort ist der Ketzerei oder des Makels verdächtig. Alles muss bis auf die Grundmauer niedergebrannt werden. Wie gesagt, ich behalte mir noch vor, ob ich wirklich mit jedem Einzelnen die Kampagne durchspiele. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, wie groß sie wird. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Fangen wir erstmal mit den Damen hier an. Ach Gott, das ist... Okay, das ist ja ein völlig anderes Spielekonzept. Okay, ich denke, da werde ich es tatsächlich nur einmal machen. Oh Gott. Vielleicht hätte ich doch das Tutorial spielen sollen. Egal, ich werde das Tutorial mal im Nachgang nachholen, denke ich. Willkommen zur Einzelspielerkampagne von Dawn of War Soulstorm. Dieses Tutorial führt Sie durch die ersten zwei Züge des Spiels und erläutert Ihnen wichtige Funktionen in diesem völlig neuen Kampagnenmodus. Ihr Ziel ist es, alle vier Planeten des Kaurava-Systems zu erobern. Jeder Planet besteht aus mehreren Gebieten, die Sie eines nach dem anderen erobern müssen. Die Kampagnenkarte ist Ihr Hauptinstrument, um die strategischen Bewegungen Ihrer Truppen zu kontrollieren. Individuelle Schlachten werden auf einer Kampfkarte mit kleinerem Maßstab geführt. Ich finde es gut, dass Sie jetzt gerade ein Tutorial dazu bringen. Diese Provinz ist Ihre Festung oder Heimatgebiet. Von hier aus können Sie Ihre Eroberung des Kaurava-Systems beginnen. Sollte Ihre Festung jemals erobert werden, werden Sie vom Planetensystem verdrängt und verlieren die Kampagne. Da dies der erste Zug ist, handelt es sich auch um das einzige Gebiet unter ihrer Kontrolle. Die feindlichen Parteien haben alle ihre eigenen Festungen, die durch entsprechende Banner auf der Kampagnenkarte markiert sind. Um die Kampagne zu gewinnen und das gesamte Kaurava-System zu erobern, müssen sie alle 8 feindlichen Festungen einnehmen. Die Darstellung Ihres Kommandanten zeigt die aktuelle Position Ihrer Hauptarmee. Sie können nur ein Ziel angreifen, das von der Provinz aus erreicht werden kann, in der sich Ihre Armee befindet. Die Position Ihres Kommandanten definiert also auch Ihre Möglichkeiten. Die feindlichen Kriegsparteien haben selbst Armeen und können auch nur die angrenzenden Gebiete erobern. Einige Gegner könnten aber in der Lage sein, sich auf andere Weise zu bewegen, also seien sie auf der Hut. Damit waren wahrscheinlich die Warp-Portale gemeint, aber gut.
Okay, ich bewege mich einfach. Diese Pfeile zeigen an, in welche Richtung Ihre Armee sich in dieser Runde bewegen und angreifen kann. Rote Pfeile zeigen Angriffe auf feindliche Provinzen an. Grüne Pfeile zeigen mögliche Züge in eigene Provinzen. Da dies Ihr erster Zug ist, müssen Sie ein feindliches Gebiet angreifen. Um zu einer Provinz zu gehen oder diese anzugreifen, müssen Sie diese mit der linken Maustaste anklicken und anschließend die Schaltflächen Angriff oder Bewegung in der rechten Symbolleiste anklicken. Beginnen Sie damit, eine feindliche Provinz anzugreifen, die an das Gebiet Ihrer Armee angrenzt. Nach dem Bewegen oder Angreifen müssen Sie den Zug beenden, um sich erneut bewegen oder angreifen zu können. Okay, ich bin gespannt. Wir greifen mal an. In diesem Bildschirm sehen Sie die Streitkräfte, die Sie in die Schlacht führen. Außerdem können Sie zur Kampagnenkarte zurückkehren, falls Sie sich entschließen, noch nicht anzugreifen. Dies ist Ihr erster Angriff. Die meisten Optionen stehen daher noch nicht zur Verfügung. Sobald Sie bereit für den Angriff sind, klicken Sie einfach die Schaltfläche Angriff an. Jetzt wird die eigentliche Schlacht geladen, auf der Sie Ihren Feinden in einer Runde Dawn of War begegnen. Wenn Sie als Adeptus Sororitas spielen, besitzen Sie die Macht, Sturmbasen zu bauen. Vor einem Angriff können Sie außer Ehrengarde-Einheiten auch Gebäude kaufen. Gekaufte Gebäude sind zu Beginn der Schlacht verfügbar. Im Gegensatz zu Ehrengarde-Einheiten werden Sie jedoch nicht mit Ihrem Kommandanten zu anderen Kämpfen reisen. Erobern Sie feindliche Festungen, um sich die vom Volk abhängigen Kräfte anzueignen und Ihren eigenen hinzuzufügen. Okay, so was heißt das? Adeptus Sororitas Konvent. Infanterieeinheiten, ja. Den möchte ich gerne dazu haben. Und ich würde sagen, ein Plasma-Generator. Wir wollen es nicht übertreiben, es ist ja der erste Angriff. So, der feindliche Kommandant ist ein geschickter Kämpfer. Die feindliche Streitkraft besteht wahrscheinlich nur aus einfacher Infanterie. Der Feind besitzt eine Basis. Gut. Legen wir los. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Und auch wie lang die Schlachten gehen. So, dann bauen wir mal. Was haben wir denn? Habe ich nicht den Konvent? Doch, da ist er schon. Sehr schön. Ich führe aus. Horchposten? Oh Gott, so. Heiligtum? Das ist ein bisschen nah rangezoomt. Kommt mir zumindest so nah rangezoomt vor. Ich weiß auch nicht. Hexenkraft, wo bist du denn? Ach, da stehst du. Ja, moin. Wir marschieren zu den Hymnen der Ekklesiarchie. Adepta Sororitas bereit zum Dienen. So, schließt euch da direkt mal an. Und nehmt mal hier alles ein. So, wie sind die Werte? 15 bis 20 Nahkampf, 20 bis 25 Fernkampf. Jetzt nicht so mega stark. Aber ich denke grundsätzlich alles sehr gut machbar. Ich führe aus. So, dann machen wir erstmal hier oben einen Horchposten, denn wir brauchen dringend mehr Anforderungspunkte. Man kennt das. Wir erobern für das eine gute Entscheidung. So, dann nehmt ihr direkt hier hinten das Ziel ein. Uns gehören. Eine gute Entscheidung. So, was haben wir hier? Flammenwerfer, schwere Bolter und natürlich noch ein Veteran. So, können wir hier schon? Jetzt können wir. So, was haben wir hier? Rüstet. Oh Gott, das ist so klein geschrieben. Ich gucke mal, ob ich nach der Mission das ein bisschen hochskaliert kriege, das Interface. Mit Phosphorgranaten aus. Oh, schön. Was haben wir hier? Seraphim. Schwere Einheit. Schnelle Nahkampfeinheit. Ja. Da fehlen uns mal wieder die Anforderungspunkte. Ich diene. So, einmal da River. Dann können wir da nämlich gleich auch was an Anforderungspunkten gut machen. Und natürlich hier am Eingang. Ganz wichtig. Ich höre. Da hat der Gegner was eingenommen. Dann können wir uns ja schon denken, an welcher Stelle der Gegner hockt. Dieser Lümmel. Ach, hier erhöhen wir das Truppenlimit. Alles klar.
untertänig sie befehle. So, da gibt's auch ein Upgrade. Ich führe aus. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. So, ihr nehmt das einmal direkt ein. Dankeschön. Ich dachte, ihr seid schnell ein Nahkämpfer, aber irgendwie macht ihr jetzt kaum mehr Schaden als die hier. Und zwar macht ihr genauso viel Schaden. Verstehe ich jetzt nicht. Strategischer Punkt eingenommen. Sehr schön, den hätten wir. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Wir befehligen. So, dann packen wir euch schon mal alle auf. Die 1. Kannst du, Kollege, schon mal hier rüber? Und dann bald den nächsten Horchposten hinpflanzen. Ach, das sind die quasi Sprungtruppen. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Rüstet Horchposten mit einer heiligen Ikone aus. Erhält die erhöht den maximalen Glauben. Ach so, okay. Das ist nett. Ach, jetzt wird die Energie. Gibt's doch nicht. Weißt du was? Dann machen wir einen Generator noch dazu. Was haben wir hier Schönes? Schwere Infanterie. Elite einer. Ja, komm. Machen wir, sobald wir es uns leisten können. Wie immer, learning by doing. Der Maschinengeist singt in mir. Ich erwarte untertänig die Befehle. Schwestern, melden sich an. Gute Entscheidung. Wir haben unser Ziel. Überall fehlt Energie. Eine gute Entscheidung. Na komm, ich rüste nur noch voll aus. Packen dich aber mal auf die 2. Eine gute Entscheidung. Und dich alleine auf die 1. Ach, guck mal, da haben wir Plasma. Schön. Der Feind ist nahe und erhebt sich nicht. Ja, komm, die kriegt ihr keinen, oder? Die paar Imperialen hier. Erobert die Stelle für den Imperator. Haha, haut nur ab. Sehr schön. So, dann kannst du mal weiter. Machen wir überall mal hier ein paar Dürmsche hin. Haben wir schon eine Kette, sehe ich. Schwestern, melden sich zum Dienst. Warte untertänig die Befehle. So, dann erstmal hier. Und direkt hier. Mehr Energie, mehr von allem. Was haben wir hier? Den Missionaren die Fähigkeit, Berührung des Imperators zu nutzen. Kanalisiert den Zorn des Imperators durch die Waffe der Soldaten. Dadurch kann er den Feind mit heiligen Flammen schranken. Nice. Sie haben sich der ultimativen Ketzerei ich schuldig gemacht. Untertänig. Ich glaube, den kriegen wir klein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und ihr kriegt mal schwere Bolter dazu. Ein bisschen mehr Bums dahinter.
Schwestern. Ich werde es erledigen. Oh. Da habe ich jetzt ein bisschen, ja. Unterschätzt, dass er einfach mal mitten durchgeht. Der haut da leider ein bisschen sehr gut drauf. Das finde ich nicht gut. Brauchen wir mehr Trüppchen hier. Ohne Hingabe sind wir nichts. In die Lüfte, Schwestern! Keine Hindernisse können uns den Weg versperren. So, gehen wir schön auf die drauf. Mit Rahmenpiore, okay, schließen Sie sich aus. So, magst du mal hier wieder ein... Ja, da kommen nämlich schon die Nächsten. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Okay, ich gebe zu, ich habe es ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch sagen. Ich führe aus. Dafür bin ich aufgerüstet. Ich kann das, ich muss echt mal das Interface hochskalieren, das geht gar nicht. Ich kann hier wirklich kaum was lesen. Eine gute Entscheidung. Wir befehlen Angst und Ehrfurcht. Erschlag den Feind. Ich werde es erledigen. Celestia Trupp, bereit zum Kampf. Wir streben danach. Und Ehrfurcht. Eine gute Entscheidung. So soll es sein. So, der Heuchposten steht, kriegt natürlich ein Upgrade und wir machen erstmal hier zwei Türmchen neben. Ach ja, guck mal, schau. Reno Transportmonster, Emulator, Lightning Gear. Warum habe ich denn das Ding nicht eingenommen? Was stimmt denn nicht mit mir? Kampfflugzeug? Oh geil, wir haben Lufteinheiten. Das ist ja mal fett. Oh Gott, ich habe fett gesagt. Das ist nicht mit mir. Ich werde es erledigen. Ohne unseren Glauben würden wir verlieren. Man. So, noch ein Türmchen daneben. Effektiv gegen Lufteinheiten, okay. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen positiv überrascht, dass es hier Lufteinheiten gibt. Könnt ihr alle Waffen haben? Warte mal. Ich werde es erledigen. Ich diene dem Ihr könnt ja wirklich alle Waffen haben. Das ist ja geil. Okay, das finde ich gut. Wir haben das Stück Land erobert. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Also, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen an die ganzen Einheiten rantasten, die es so gibt. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Was bist du denn? Konfessor. Ja, dann bauen wir doch mal die Konfessor. Ich töte für den Imperator. Macht das. Ich erwarte untertänigst die Befehle.
Dafür bin ich ausgerüstet. So, dann sagt ihr mal Hallo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sorry, ich... Wie gesagt, das ist jetzt echt zu anstrengend für mich, diese Sachen zu lesen. Ah, was haben wir hier? Exorzist. Okay, Artilleriepanzer. Gut, gut. Effektiv gegen Infanterie. Jo. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Energie. Bin ich da nicht so ganz gut aufgestellt, bin, ehrlicherweise. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Wir haben hier alles gesichert. Ja, komm, du musst jetzt nicht hier neben den Turm kämpfen, das ist auch Quatsch. Auch euch können wir aber gerne wegballern. Ups, da kommt doch ein bisschen sehr viel auf uns zu. Einmal schnell weg. Und man könnte fast meinen, ich betreibe sowas wie Micromanagement. Was bist du denn? Todeskult-Assassine? Kein Stand. Oh doch, sehr viel Nahkampfschaden, aber du bist halt alleine. Nimm dich mal dieses Trupps an. Ich will mal gucken, wie du so performst. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Sofort. Anweisung erhalten. Was haben wir hier? Repentia-Schwestern-Trupp. Schwere Infanterie, Elite-Einheit. Ich bin gekommen, um Gerechtigkeit. Niemand darf wieder den Willen des Imperators anwenden. Schließ dich doch mal diesem Trupp hier bitte an. Ketzerei und Mutation. Kommt, meine Schwestern. Sie haben sich der ultimativen Ketzerei schuldig gemacht. So soll es sein. Wir sind die Repentia-Schwestern. So, und wo ist meine ich werde es erledigen. Single Assassin? Dem Imperator Blut. Wir sind heilige Ausgestoßene. Okay, ihr seht heftig aus. Euch finde ich gut. Euch möchte ich gerne weiter hinzufügen. Sehr gut, weggesägt. Ich habe auf die Geheimnisse des Todeskults geschworen. Ich glaube, von denen werde ich noch. Wir sind heilige, also ich glaube, die Kombination aus dem, aus den Truppen und aus den Truppen, das wird mein Favorit werden. Alle Fahrzeuge mit versteckter Panzer. Oh je, das ist nett. So, aber erstmal, ich brauche mehr Energie, ganz wichtig. Erlaubt dem. Okay. Wollen wir wissen, was hier für wen gilt? Seraphim und Celestia. Haben wir Seraphim und Celestia? Ne. Doch, haben wir Celestia. Da, zack. Erst ein bisschen was für die Forschung. Und ihr kriegt mal alle hier so eine Ikone aufgesetzt. Wenn ich denn die Energie dafür hätte. Lebende Heilige, oh Gott. Das sieht, ich glaube, das war aus dem Vorspann dieser Engel. Oh, das wäre richtig geil. Das wäre richtig, richtig gut. Anweisungen erhalten. Erwarte untertänigst die Befehle. So, dann nehmen wir bitte den Punkt ein. Dann machen wir die Dinger frei. Jetzt gecheckt.
So, dann nimm weiter fleißig Ziele ein. So, was kannst du? Exorzist, Artilleriepanzer. Ich würde sagen, ich mache mal von jedem einen. Ich meine, ich spare erstmal auf Ette hier. Ich glaube, die lebende Heilige, die dürfte für mächtig Rambazamba sorgen. Da muss ich ja schon gar nicht mehr schweinen. Hab's ja schon. Nice. Wird erledigt. So, da kommt noch ein etwas dickeres Türmchen hin. Ich flüstere zu. Mach ich nur einen von euch und einen von euch. Tötet. Tötet. Moment, stopp, jetzt habe ich hier versehentlich abgebrochen. Das will ich natürlich nicht. Jeder schuldet dem Imperator Blut. Sobald ich die lebende Heilige habe, würde ich tatsächlich mal... Na komm, das machen wir mal weg. Machen erstmal hier das eine oder andere Gerät, damit ich mal ein bisschen mitkriege, wie diese funktionieren. Weil, wisst ihr was, ich fange mit der Lufteinheit an. Die ist ja viel interessanter. Das könnte gut werden. So, die Assassine packe ich mal raus. Jeder schuldet dem Imperator Blut. Ich gehe dorthin. Bring ihn mal um. Wow. Ich bin beeindruckt. Nicht. Überzeugt mich jetzt nicht so sehr, aber hält relativ viel aus. Und ich glaube, in einer großen Gruppe ist das eine sehr schnelle und gute Eingreiftruppe. Wow, ihr seid ja gar nicht mal so gut. Okay, das war definitiv eine Verschwendung. Du aber mit Sicherheit nicht. Hat er, ach, Bevölkerung voll. Ich hab einen Mensch und ich wundere mich schon. So, jetzt probieren wir die anderen hier auch nochmal aus. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich irgendwie noch das Interface hochskaliert kriege nach dieser Folge. Ja, einmal Rückzug. Erhebt die Herzen der Rechtschaffenen. Celestia-Trupp, bereit zum Kampf! Der bittere Kuss des Giftes. Erhebt die Herzen der Rechtschaffenen. So. Ich starb für den Imperator. Dann schauen wir doch mal. Und durch deinen Willen bin ich wieder auferstanden. Okay, deine Tarnung ist jetzt nicht so. Ja. Moment, wo ist mein Flieger? Den hatte ich doch auch hier hinten noch zurückgezogen. Da. Ich bin ein Beweis für die Macht des Imperators. Wir preschen mal vor. Ich bin, das ist echt halt echt in der ersten Mission so, bis man erstmal wieder reinkommt. Also ist jetzt nicht so, dass allgemein Warhammer so lange her ist, aber halt einfach mal mit einer neuen... gänzlich neuen Rasse ist das ja dann doch noch mal was anderes, ne? Euer Tod ist leer!
Räums, erstmal ein bisschen demoralisiert, die Larrys. Oh, der gefällt mir auch sehr. Was haben wir hier Schönes? Glauben sagt Aufstieg. Was auch immer das bringt. Wie gesagt, zum Lesen ist es leider gerade etwas zu klein alles. Einmal Phosphorgranaten bitte. Danke sehr. Hier klatscht es, aber keinen Beifall. Okay, unsere Artillerie, die hat es schon zerrissen. Ach, guck mal, den habe ich ganz vergessen. Kann ich irgendwas nachbessern? Nee, erstmal nicht. So, wir marschieren weiter durch. Ich denke, das dürfte es jetzt auch so ziemlich gewesen sein. Und jetzt sind wir schon ordentlich dezimiert. Jetzt gucke ich mal hier nach den Fähigkeiten. Zorn des Imperators. Verheerender Angriff. Ich mach den doch mal darauf. Den will ich mal gucken, wie der aussieht. Ich habe jetzt etwas mehr davon erhofft. Aber gut, meine Wartezeit ist ja erstmal mein Problem. Egal, aber wir haben es jetzt gleich schon geschafft. Boah, also das mit diesen Engeln gefällt mir sehr. Wie gesagt, ich muss unbedingt mal die Skalierung vom UI versuchen hochzukriegen. Ein bisschen Sicherheit in der Einstellung. Mein Gott, seid ihr aber rasieren. Herrlich. Oh, da ist auch ein bisschen sehr viel Abwehr. Ach komm, mach immer den. Leute, aber die gefallen mir definitiv sehr gut. Nicht so gut wie unser riesiger Badass-Engel, aber sehr gut. So, anscheinend hat er noch irgendwo anders seine Basen aufgebaut. Wird er dich erheben? Ich glaube, ich mache mal einfach, dass ich hier das Fahrzeuglimit auch ein bisschen nutze. So eine kleine Luftwaffe. Finde ich gut. Was bringt der Lautsprecher? Spielen Himmelsmusik der moral nahegelegenen Truppen Verbündeten stärkt. Aha, okay. Ich meine, Moralstärken ist natürlich immer gut, keine Frage. Meinem Licht, Schwester. Es ist das Zeichen des Sieges. Aber da hier noch einige Fahrzeuge uns entgegenkommen, haben wir offensichtlich noch irgendwo ein bisschen Basis. Ich bin ein Beweis. Stinkender Abschaum. Du wirst von dieser Welt verschwinden. Hat er sie einfach wieder aufgebaut, Limit? Ich glaube, es hackt. Erhebt die Herzen der Rechtschaffenen.
Ach guck mal, der schwingt sogar die Peitsche hier. Der Mönch mit der Peitsche. Folgt meinem Licht, Schwester. Es ist guck mal, das hat er glaube ich auch noch eingenommen. Er hat aber nur in Anführungsstrichen eingenommen. Dann wird er wahrscheinlich da hinten seine Basis haben. So, jetzt sind wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen näher gekommen mit den ganzen Einheiten. Oh, unverwundbar, Racheengel greifen Gegner näher an. Wie geil ist das denn bitte? Dann einmal vorrennen, die Dame. Die Damen. Ich scheine mit dem reinsten Licht. Schon mal in diese Richtung, der wird dann sicher seine zweite Basis haben. So, zack, da sind die Racheengel. Ja, nicer, da ist er. Wenn du für den Imperator fällst, wird er dich. Also bisher ist der Verlust ja echt gering, also. Ah, ich wusste doch, irgendwo muss noch ein bisschen mehr stehen an Gebäuden. Okay, irgendwo wird er noch was stehen haben. Ach, hier unten. Ich hoffe aber, dass es das war. Warum bewegst du? So, komm, gib's dem Türmchen da mal dreckig. Das kriegt ja sogar relativ schnell hin. Ich bin begeistert. Was immer noch nicht? Oh Gott. Ich starb für den Imperator. Und durch seinen Willen bin ich wieder auferstanden. So. Fliege am bitte hier unten lang schauen, ob der da wieder irgendwo was aufgebaut hat. Yep, da. Folgt meinem Licht, Schwester. Das Zeichen des Sieges. So, dann so eine Luftverfallschnelle Eingreiftruppe ist schon ziemlich geil. Ja, das war's. Sehr schön. Sieg, unser erster Sieg in der ersten Mission. Wunderbar. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich werde es noch nicht sofort abmoderieren. Ich muss erst mal schauen, wie sich das verhält mit den Zügen. So, Ausrüstung gewonnen für eine Eroberung. Sehr schön. Für ein Killverhältnis von 3 zu 1. Und für eine Eroberung. Mhm. Coole Sache. Und wir haben einen Sororitas Prioris-Trupp verdient. Ein intensives Zusatztraining und umfangreiche Erfahrung auf dem Schlachtfeld sind die Mindestvoraussetzungen für die Eliteeinheiten der Sororitas Priori, den Hütern des Konvents der Heiligen Rose. Dient in Prinzipales Agnas persönlichem Gefolge, ermöglicht Zugriff auf viele Waffenverbesserungen, einschließlich moralbrechenden Phosphorgranaten, effektiv gegen Infanterie und schwere Infanterie. So. Wenn Sie mehr und mehr Provinzen erobern, bekommen Sie immer mehr Ausrüstungsgegenstände für Ihren Kommandanten. Sie bekommen nie eine bestimmte Ausrüstung, sondern können eine aus einer Liste auswählen, die auf dem Bildschirm erscheint.
beachten Sie, dass Sie einige Ausrüstungsgegenstände benötigen, um andere und noch effektivere Ausrüstungen freizuschalten. Mhm. Energieschwert ersetzt das normale Kettenschwert. Fackel des Heiligen Feuers. Es wird behauptet, dass sie die Gläubigen leitet, während sie die Unreinen in Flammen der Absolution taucht. Erfordert Energieschwert. Okay. Ersetzt die Standardpistole. Erfordert Plasmapistole. Ah, okay. Erhöht den Schaden bei Distanzangriffen. Das ist nett. Erhöht Schaden und Gesundheit. Das nehme ich mal grundsätzlich. Schützt davor, zu Boden geschlagen zu werden und erhöhte Geschwindigkeit. Und die Regeneration und gewährt vorüber gegen ein Schadenschild. Ich bin immer ein Freund von Schilden, deswegen nehmen wir mal die beiden Sachen. Kann ich also abwählen? Ja, kann ich, okay. Dann nehmen wir doch mal das Energieschwert als erstes. Ja, doch mal. Warte mal, ganz kurz. Gesundheit 3000. Nahkampfschaden. Oh, 245. Heidewitzka. Ja, das machen wir sowas von. So. Wie gesagt, ich muss jetzt einfach. Herzlichen Glückwunsch. Ah, Sie haben Ihre erste Provinz erobert. Für diesen Sieg werden Sie mehrfach belohnt. Unter anderem bekommen Sie einen Ausrüstungsgegenstand. Jedes Gebiet erzeugt einen bestimmten Betrag planetarer Anforderungspunkte pro Zug. Zusätzlich liefern viele Gebiete spezielle Boni, wie Einheiten der Ehrengarde. Boni werden in der rechten Leiste angezeigt, wenn Sie eine Provinz auswählen. Die Ehrengarde sind Spezialeinheiten, die ausgebildet werden können, um Ihren Kommandanten im Krieg zu begleiten. Kaufen Sie Ehrengardisten im Kommandanten- oder Angriffsbildschirm. Wenn Sie ein Gebiet verlieren, das Sie mit einer Ehrengarde-Einheit versorgt hat, verlieren Sie auch die Fähigkeit, diese Einheit zu kaufen. Andere Provinzen gewähren kleinere Ressourcenboni oder enthalten alte Portale, mit denen man zwischen den Planeten reisen kann. Okay, gut. Dies ist das Gebiet, das Sie gerade erobert haben. Beachten Sie, dass sich seine Farbe verändert hat und dass sich jetzt Ihre Armee hier befindet. Immer wenn Sie eine Provinz erobern, begibt sich Ihre Armee dorthin. Sie können nur einmal pro Runde angreifen oder sich bewegen. Danach ist Ihr Zug beendet. In der nächsten Runde können neue Provinzen erobert werden. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Zug beenden, damit die feindlichen Kriegsparteien agieren können. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich sagen, warte mal, was kann man hiermit verstärken? In diesem Bildschirm können Sie Truppen und Gebäude in einem Gebiet stationieren. Diese Käufe werden bereitstehen, wenn Sie die Provinz gegen feindliche Angriffe verteidigen müssen. Das Stationieren von Truppen und der Bau von Gebäuden in einer Provinz kosten Sie Anforderungspunkte. Die verfügbaren Einheiten werden in der Leiste angezeigt. Mit den Pfeilen oben können Sie durch die verschiedenen Optionen schalten. Später können Sie diese Truppen wieder zurückziehen, sofern die Provinz nicht mehr bedroht wird. Dadurch bekommen Sie die Hälfte der Anforderungspunkte zurück, die Sie ausgegeben hatten, um sie anzufordern. Seien Sie vorsichtig, denn all Ihre Ausgaben sind endgültig, sobald Sie die Änderungen auf diesem Bildschirm übernommen haben. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dann lassen wir das erst einmal und ich würde sagen, wir beenden den Zug, damit der Gegner den Zug machen kann. Parteien ist jetzt nacheinander dran. Genau wie Sie haben diese ihre eigenen Festungen und Armeen. Einer nach dem anderen wird seine Armee bewegen oder angreifen und seine Gebiete verstärken. Passen Sie genau auf, wo sich Ihre Feinde befinden. Verbündete angrenzende Provinzen werden durch Armeen verstärkt, wenn sie angegriffen werden, und Ihre Verteidigung wird mit zusätzlichen Trupps ausgebaut. So, ihr seid dran. Ach, guck mal, er macht was. Er greift hier an. Und verliert. Greift sonst keiner an? Sie wieder am Zug. Ah. Sie werden bemerken, dass Sie planetare Anforderungspunkte für die Provinzen bekommen haben, die Sie kontrollieren. Jede Provinz produziert diese Punkte in jeder Runde. Um den vollen Betrag an Anforderungspunkten zu sammeln, müssen Sie Nachschublinien bilden. Das heißt, alle Gebiete müssen Teil einer Kette aus Gebieten sein, die Sie besitzen, bis zurück zur Festung. Sie können diese Anforderungspunkte einsetzen, um Ihre Provinzen mit weiteren Trupps und Gebäuden zu verstärken und um Ehrengarde-Einheiten auszubilden.
Um eine Provinz zu verstärken, brauchen Sie lediglich mit der linken Maustaste auf die Provinz in Ihrem Besitz und dann auf die Schaltfläche Verstärken in der rechten Symbolleiste klicken. Okay, man merkt, es hat deutlich gegenüber dem Grundspiel und den anderen bisherigen DLCs an Komplexität gewonnen. Aber ihr Lieben, sei es drum, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski!